Lisa. Hallo, meine Damen und Herren, bitteschön. Weil ich habe mich, also so eine Art Experiment, selten mit so vielen Leuten gemacht. Könnt ihr mal bitte alle eure Haustürschlüssel rausholen? Es hat einen Sinn, nämlich am Ende des Textes müsst ihr bitte quasi mitmachen und alle auf die markante Geste, die so aussieht, alle eure Schlüssel, genau so ungefähr, ja. Mich stört manchmal total, dass man natürlich sagen könnte, ja, diese Texte, die sind alle erlogen und erfunden. Das ist alles nur zurechtgebogen und neu eingebunden. Und nachdem wir hier 5 Minuten Wortschwallregen auf dieser Bühne teilten, bleibt alles ohne jeglichen Bezug zu wirklichen Gegebenheiten. Aber diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Ein alter Mann in der Straßenbahn erzählte mir einmal von den Drachen. Zugegeben sah er etwas wirr aus. An seiner Hand baumelte ein Schlüsselbund mit gut 3 Dutzend Schlüsseln in allen Größen und Formen, die in der Luft klirrten und klingelten, als wären es Triangeln. In diese Musik sprach er dann: Sehen Sie die Zacken? Das sind alles kleine metallene Hütedrachen, die über uns und unsere Türen wachen. Und ich hörte plötzlich diese Melodie, die klang wie ein Stück nie aufgeschriebener Poesie. Als Kinder sind Tom und ich immer hinaus in die Rapsfelder, zum Strohmahn oder Wandern. Wir lagen dann oft stundenlang im Klang des einen oder anderen gelben Blütenstaubgeflechts. Tom sagte immer, all die Pollen seien wie ein gelber Fleck, so Traumstaub, in den Ecken unserer Augen nach dem Aufwachen. Und wir hätten reichlich nachzuholen, wollten wir die ganzen Träume wirklich machen. Ich sagte dann, hey Tom, du gehörst eigentlich in ein Gedicht. Da kannst du für immer jung bleiben, denn die Zeit vergeht ja nicht. Du kannst mit Silbensicheln Schneisen schlagen in das Wortdickicht und auf Müsli-Kiesel-Wegen schreiten, wenn dann die Worte an dir kleben bleiben, die Gegebenheiten ändern. Du kannst Springmaustrainer oder Windwanderer werden und in Zinnober oder Zimt den Himmel färben. Du kannst an Sternschranken Eintritt bezahlen und Milchstraßen streifen. In fernen Gedanken gleitzig gleich schweifen, wir können den Mond zu Wellen welken und tatsächlich übernachten in so viel benannten Himmelszelten. So gelangten wir in Welten, die wir fern der Wirklichkeit in Luftschlosstrümmer stellten. Und nur selten sagte Tom, ja, das sind ja alles schöne Gedanken, doch existieren diese Welten nicht. Sie sind ja doch nur Teil eines Gedichts, worauf ich sagte, es gibt sie eben genauso gut wie dich. Es ist nur ein Gedicht, ist ein Argument, mit dem man überhaupt nichts beweist. Und das von jemand, der selbst auch noch Tom Sawyer heißt. Ich lebe manchmal tagelang in solchen Luftgedanken. Und manchmal, so wie jetzt, da treiben daraus Bilderranken, setzen durch den Raum, um laut geflüstert deinen Ohrmuscheln zu stranden. Da beginnen Farben durch den Kopf zu branden, wie Musik aus anderen Welten, die mit einem Mal nach uns verlangten. Und siehst du jetzt das Bild eines rosa-grün getupften Elefanten und hörst du jetzt das zögernde Zikadenzirpen zwischen Dieselzähnen im Singsang, wenn dann der Wind durch sommergoldene Strohhalmsträhnen stolpert und ein Scheinwerfer wie Katzenaugen über Landstraßen ins Lapislazuli des Abends räubert. Und hörst du jetzt im Inneren ein Lied? Und gibt es da ein Bild, das man auch hinter geschlossenen Augenlidern sieht? Dann ist das schon genug, weil dieser Text im Augenblick geschieht. Hey Tom, ich glaube, wir sind da. Na, wo denn? Na, an dem Ort, wo alle Geschichten wahr sind. Das ist hier.
Da sagte Tom, weißt du, ich stehe oft sehr lang vor irgendeiner Tür mit dem Schlüsselbund in meinen Händen und kann nur an Drachen denken. Aber hey, alle diese Texte sind ja doch nur erlogen und erfunden. Das ist alles nur zurechtgebogen und neu eingebunden und ganz ehrlich, das ist auch nur ein Gedicht. Und die, die tanzten, wurden für verrückt befunden, denn manche hörten die Musik leider nicht. Dankeschön. Ihr Applaus für Theresa Hahn, meine Damen und Herren. Die Wertung, wir streichen...